Guten Flug. In diesem alten Hotel im Ungerengadin steckt viel Geschichte. Das Palast in Schuhl. Könige und Zaren sind dort früher kuren, aber auch Künstler wie der Paul Klee. Das Hotel hat eine turbulente Vergangenheit und eine ungewisse Zukunft. Seit 3 Jahren ist es zu und wartet auf einen Käufer. Aber immerhin, für ein paar Tage kommt jetzt das Leben zurück ins Hotel mit dem Theaterstück «Es war einmal ein Hotel». Die Geschichte vom ersten Grand Hotel vom Ungerengadin ist ja gerade Teil des Stücks. Der Claudio Spescha ist in unser Archiv gestiegen und an der Hauptprobe. Marcherie nennt man ein Mädchen und mein Darling heißt der Bub. Er wird wieder zum Klingen gebracht, der prächtige Speissaal vom Hotel Schuhl Palace. Und Zuschauer sitzen mitten drin, wie früher. Das Grand Hotel ist für ein langes Wochenende wieder offen und gibt Einblick, wie das Personal und die Gäste von früher aus ihrem Leben erzählen. Die Baroness. Die Baroness macht jedes Mal am Vortag der Abreise eine Riesenszene, damit sie kein Trinkgeld zahlen muss. Behauptet, das Personal sei nicht nett zu ihrem Hund. Und sie hat die Geister von früher mit ihrem Stück wieder zum Leben erweckt. Die Adriana Altaras, die sie 30 Jahre im Unterengadin Ferien macht und die Entwicklung vom Tal und vom Hotel auch als Gast miterlebt hat. Ich möchte erzählen darüber, was ist denn passiert in den letzten Jahrhunderten, dass alle Hotels jetzt leer stehen oder so viele. Der Schweizer Hof steht leer, Villa Engiadina, Villa Maria, Squall Palace. Das ist ja ein Zeitgeschehen. Was passiert hier eigentlich? Ein Teil des Grand Hotel ist heute aber immer noch in Betrieb. Das ehemalige Badehaus hier unten links mit dem grünen Dach. Es ist heute das Künstlerhaus Nayers, wo Adriana Altaras ihr Stück geschrieben hat, inspiriert von dem Ort. Und da hat sich die Elite von ganz Europa seit dem Ende des 19. Jahrhunderts getroffen. Dort hat es noch Kurhaus d'Arasp geheissen. Wochenlang ist die mondäne Gesellschaft hier angekommen wegen der mineralreichen Quellen. Die Trinkkuren waren weltberühmt zum Behandeln von Verdauungsproblemen für die Galle oder die Blase, mit der Trinkhalle als Zentrum. Ab 2006 ist das Hotel dann für 4 Jahre das grösste koschere Hotel der Schweiz geworden, mit Gästen vor allem aus Israel und den USA. Ich wollte darüber schreiben, warum orthodoxe Juden in die Berge fahren und von den Schweizer Dörflern schief angeschaut werden und sie selber schauen die Schweizer auch schief an. Also was ist denn das für ein Verhältnis? Eine wichtige Rolle spielen die echte Karteikarten von einem anderen ehemaligen Grand Hotel, das Waldhaus Vulbera, ganz in der Nähe. Das schönste Exemplar seiner Rasse. Max Levi, großer Tiroler, Preisdrücker, weiß alles besser. Herr Siegbert Gut, Frau und Sohn, Zürich, 1939, keine Ostergrüße mehr. Unter dem Titel «Keine Ostergrüße mehr» sind die Karten letztes Jahr als Buch herausgekommen. Die Kommentare zu den Gästen dort drauf sind zum Teil scharf. Und sie sind auch antisemitisch geprägt. Tiroler steht für jüdische Gäste. Und ab 1939 steht dann einfach «Partie», abgereist, nachdem die ehemaligen jüdischen Gäste deportiert worden sind. Für die meisten einheimischen Laienschauspieler der Theatergruppe «Fuftan», wo viele noch nie vorher im Hotel Schuhl Palace gewesen sind, ist das meiste davon neu gewesen. Wenn man weiss, dass es nicht wirklich nur Geschichten sind, sondern dass es Wahrheit ist, dass das einmal hier höchstwahrscheinlich im gleichen und ähnlichen Mass passiert ist, wie wir heute hier spielen. Und es gibt schon einem nachzudenken, wie die Gesellschaft eigentlich einmal dazu mal gedickt hat. Die Autorin und Regisseurin ist selber Jüdin. Ihr ist es wichtig, dass das Stück trotzdem nicht düster wird. Das hat mich beschäftigt, ein Theaterstück zu machen, das heiter ist, was auch traurig ist, sentimental und ohne Zeigefinger. Sagen wir mal so, ich habe versucht, bittere Medizin auf sehr viel Zucker zu verteilen.
Und so hat es für alle etwas bei «Es war einmal ein Hotel». Sogar auch noch ein paar Restkarten bei den fast ausverkauften Vorstellungen bis am Sonntag. Und so viel aus den Regionen für den Moment. In der SRF Börse, gerade im Anschluss, geht es um die Automarke Porsche, die rasant Richtung Börse fährt. Ich bedanke mich für das Interesse und wünsche einen schönen Abend. Ade miteinander.